Nein, du sollst dich heilen, du Nuss. Oh, scheiße, noch nachladen. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal doch das Magazin vergrößern. Was? Wer hat denn da gerade eine Rauchgranate? Wow, wow, Sniper. Wow, Sniper. Toll. Ganz toll. Ganz toll. Ja, toll. Oh, schiete, 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 schiete. Ich muss den... Oh Gott, Alter. Okay, das war ein Headshot, das war gut. Oh nein. Was ist das jetzt? Alter Schwede, wo kam denn plötzlich der Sniper her? Na gut, jetzt haben wir erstmal ein bisschen was zu plündern. Da noch was. Sehr gut. Diesmal haben wir nämlich tatsächlich Heilsachen verbraucht, weil wir uns oft heilen mussten. Ist auch voll... Ach, Kacke. Guck mal, wir hatten hier ein Benzinfass gehabt, wo wir hätten drauf schießen können. Das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte das Ganze natürlich erheblich erleichtert. Ja, noch einen. Und der ist genau neben einen kleinen Berg Münzen gefallen. Ich glaube, das war's. Die Munition müssen wir nicht mitnehmen. Da sind wir eh schon voll. Hier hätten wir noch einen Benzinkanister noch eine Waffe bauen oder eine Bombe bauen können. Aber das lag so fernab jeglicher Deckung. Das war mir etwas zu unsicher in dem Moment. So, da geht's runter. Hier geht's nirgendwo hin, oder? Monolith entdeckt? Oh, wir stehen direkt daneben. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Ja... Naja, dann nicht. Wir uns hier schon... Ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Okay, dann gehen wir runter. Oh, Moment, da blinkte was. Sehr gut. Eigentlich mal kurz... nee, ich wollte eigentlich... Moment. So. Was haben wir hier? Wir haben hier noch irgendwo ein Münzversteck. Da hinten irgendwo. Ah, da. Und... Junge, Junge, hier sind aber ganz schön viele Münzverstecke. Ah, okay, das hier liegt jetzt auf dem Weg, oder? Oder ist das das, wo wir gerade waren? Nee, da ist noch eins. Okay, da müssen wir eh lang. Oh, na toll. Was? Ach du Kacke. Da war, ne? Hat er jetzt das andere Münzversteck noch gezählt, dass wir das eingesammelt haben? Muss ich mal kurz gucken. Anscheinend. Oder? Nee, warte mal. Ach, das ist die Dose. Okay, nee. Münzversteck wird nicht mehr angezeigt. Alles klar. Ja, gut, dann müssen wir da springen. Im richtigen Zeit. So. Zeitpunkt. So. Ob wir das mit dem Überlebensinstinkt früh genug gesehen hätten, ob das als Falle markiert war, muss ja eigentlich. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Wo ist denn hier das Versteckte? Na? Irgendwo ist hier was Verstecktes. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Das wäre zumindest recht plausibel. Wir können jetzt Griechisch der Stufe 4 übersetzen. Okay, ja, Sprungpassage. Und da unten sind überall... Überall spitze Sachen. Okay, auf gar keinen Fall runterfallen. Wow, wow, und nicht zu weit springen. So, da drüben auf der Ecke ist das Münzversteck und da ist auch direkt noch eine Falle. Okay. Oh. Das ging. Wir lösen erstmal so die Falle aus. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir eigentlich hin? Da hinten... Ach, da ist nur noch ein Rucksack. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier rum. Dann gehen wir uns noch den Rucksack holen. Und die Münzen. Was haben wir denn dieses Mal dabei? Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Ah, da oben haben wir was entdeckt. Eine Truhe und... Überlebensversteck. Die Truhe hätte ich gerne. Die liegt irgendwo da oben. Das heißt, da, wo wir eh hin müssen. Dann gehen wir doch da mal hin. Die hat ja echt ganz schön Wumms in den Armen, dass die das einfach so mal eben alles weggerissen kriegt, ne? Okay, da ist wieder eine Falle. Müssen wir wieder aufpassen. Da gibt es Münzen, da können wir hochklettern. Die Frage ist, was hiervon ist der Hauptweg? Ah, okay, hat sich erledigt. Das ist das Schöne. Das ist hier immer sehr relativ eindeutig, meistens. Wo man dann lang muss. Oh, lass mich raten, da ist gleich wieder jemand. Oh ja, hier wird definitiv wieder jemand sein irgendwo. Wo sind die? Wir sind auf ihrer Flanke. Na toll. Komm her. Komm hier hin. So, den haben wir schon mal. Ach, das hier waren wir doch eben schon mal. Oben trifft mich einer durch die Wand durch. Ich hab sie. So viel Zeit muss sein. Und hier hat noch irgendwas geleuchtet. Ach so, Gebrauch unsicher, okay. Alter, sag mal, wie viele Granaten haben die eigentlich? Wir zünden einfach mal 5 Stück und verteilen die über den ganzen Platz, oder was? So, ab dafür. Vollpfosten. So, die da hinten hatten wir schon geplündert. Das ist doch das, wo wir eben schon mal waren, ne? Wo es da hinten wieder... Ja, wo es da hinten wieder rüber geht, genau. Okay, war denn vorhin die Leiter auch schon da? Ich glaube nicht, oder? Haben wir die übersehen? Das ist aber fest installiert, das kann ja irgendwie nicht sein sonst. So, den plündern wir. Da haben wir ein Münzversteck. Und die Truhe. Achso, nee, halten. Ja, ich war schon dabei, wieder zu drücken. Repetiergewehrkomponente, 1 von 4. Okay, für ein neues Gewehr, das ist ja auch nicht schlecht. Oh, Aufzeichnungen. Oh ne, Karte aktualisiert. Da haben wir noch ein Dokument. Ach toll, das ist ganz zurück, oder was? Irgendwo da unten ist noch eins. Oder wo? Oder kommt es da hinten? Beim Überlebensverschluss. Bei dem Lager. Da ist ja auch noch ein Lager, ne? Hier irgendwo muss noch ein Dokument sein. Ja, wahrscheinlich irgendwo hier. Nee, da geht's jetzt. Nee, nee, das ist die falsche Richtung. Dann nochmal den Eisdingens runter. Aber wir könnten das eigentlich gerade mal nutzen, da wir ja nochmal hier beim Feuer sind. Gucken, ob wir noch irgendwas freigeschaltet haben. Oh ja, wir haben einen Fertigkeitenpunkt. Die haben wir alle schon. Was haben wir noch? Effiziente durch lautlose Gesetzelemente werden automatisch ausgeplündert. Zeitfenster für Ausweichkonter. Verbinden Sie Wunden schneller. Oder Tod von oben. Ah, das brauchen wir bisher noch nicht. Wir sind ja immer relativ frontal. Also, das da, Feldsanitäter, finde ich ganz cool. Atemkontrolle. Bonus-EP. Überlebenskunst. Schnelle Herstellung. Listenreicher Kämpfer. Nee. Nee. Hohlspitzen. Nee. Abriss. Für Details. Leichte Herausforderungsobjekte. Eifriger Lerner. Nee, ich würde sagen, wir nehmen mal das mit dem schnellen Heilen. Ich glaube, das kann uns im Kampf ganz ordentlich zugutekommen. Waffenupgrades sind auch verfügbar. Aber bei dem ganzen Hartholz, was wir gefunden haben, ist ja klar, dass wir für den Bogen was machen können. Was können wir denn da machen? Zielgeschwindigkeit. Alles klar, wachsen wir mal die Sehne. Und erweitertes Magazin können wir hier oder hier polierte Verschlussgehäuse, Schussfrequenz nochmal erhöhen. Oder Munitions, wir machen jetzt mal die Munitionskapazität, so. Weil wir da eben ja ein, zwei Mal Probleme mit dem Nachladen hatten. Achso, nee, Moment. Wir könnten noch, Inventar blinkt noch, können wir noch was herstellen? Ausrüstung, ja. Wir können Gewehrmunitionsbeutel herstellen. Lederbeutel mit Verschlusstasche, der viele Patronen aufnehmen kann. Erhöht die Tragekapazität für Gewehrmunition. Ja, den nehmen wir mit. Alles klar. So, dann klettern wir hier nochmal runter. Achso, ne, es war die Dose, die brauchen wir nicht. Kletterst du? Hallo. Achso, wenn ich da jetzt runterspringe, dann lande ich in den Stacheln, ne? Verdammt. Aber da unten wird das Dokument sein. So, wir versuchen das einfach mal. Wenn ich mich irgendwie... Muss es ja... Nee. So, und dann runterkraxeln. Nee, dann fällt die... Ah, toll. Na, das sieht immer so lecker aus, wenn die da auf die Teile fällt. Okay, so hat es schon mal nicht funktioniert. Wenn wir da schräg runterspringen, funktioniert das? Ach, jetzt können wir es aufheben. Wo eben noch stand unsicherer... funktioniert jetzt. 7 Münzen haben wir bekommen. Wir müssen hier doch irgendwie... Well, so schräg runterspringen können, oder? Dass wir da... Nee. Ach, da müssen wir es mal von einem anderen Speicherpunkt ausprobieren. Dann machen wir das. Verbuchen wir das in unserem Kapitel. Wir machen mal eine Suchsession für 3-4 Stunden und Gräber plündern, weil wir haben ja auch noch die 2 Gräber ganz am Anfang, wo wir noch nicht reingekommen sind. Die müssen wir auch noch machen, weil wir da die Seilpfeile noch nicht hatten und so weiter. Machen wir das alles da an der Ecke. Und gucken hier jetzt erstmal weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wenn ich nachher zum Suchen zu den verschiedenen Sachen zurückkehre, ob dann wieder Gegner da sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie das im ersten Tomb Raider war. Oh, Mädchen, du machst echt Sachen. Alter. Die müsste so gefühlt schon 2000 Mal gestorben sein, echt. Ist da hoch. Okay. Da müssen wir schlussendlich hin. Wir kommen von da und da waren wir noch nicht, ne? Ah, da sollen wir jetzt auch hin. Ach so, ich dachte, wir hätten, müssten jetzt dahin. Okay, dann gehen wir hier erstmal runter. Oh, nee, oh, da muss ich gar nicht hoch. Oh, wäre ich fast an der falschen Stelle hochgesprungen. Wir müssen hier hin. Hier ist nirgendwo Deckung, da sollten keine Gegner eigentlich auftauchen, oder? Dann, womit müssen wir dich denn verbinden? Lass mal gucken. Wir müssen dich auf jeden Fall ein Stück schieben, weil hier ist es sehr fernab von allem. Und nicht zu weit schieben. So. So etwa. Kommt das hin? Und dann müssen wir wahrscheinlich da unten an das Teil schießen. Wo müssen wir uns denn hinstellen, damit das funktioniert? Können wir uns hier dran stellen? Nee. Reicht's, wenn wir uns daneben stellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, reicht. Guck mal. Und dann kurbeln wir nochmal eine Runde. Na. Och. Jetzt schnell. Das ist doch. So. Jetzt ziehen wir das Ding hoch. Dann müssen wir es wahrscheinlich wieder kappen, oder? Obwohl bricht dann nicht der ganze Kran weg. So. Es muss einen Weg geben, ihn mit der Seilwinde ins Wasser zu ziehen. Okay, das ist der Plan. Ja, ich gehe aber erstmal an die Kiste. Also ich glaube, das war's hier, oder? Es muss einen Weg geben, ihn mit der Seilwinde ins Wasser zu ziehen. Ja, du hast einen Sprung in der Platte. Okay, anscheinend war das irgendwie falsch. Oder müssen wir jetzt schieben? Ah, guck mal da. Geschafft. Oder auch nicht. Ja, zumindest ist jetzt offen. Okay, das ist wieder so eine Schiete hier auf Zeit. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe nichts. Ich sehe fast nichts. Hier ist alles voller Staub. Oh. Jo. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas. auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Okay, wir müssen also diesen Atlas bzw. die Karte der Stadt finden, damit wir dann die göttliche Quelle finden können. So, hier gibt es da bestimmt noch irgendwas anderes zu entdecken. Irgendeine Inschrift oder ein kleines Kistchen oder sowas, nicht? Ha, ich hätte gedacht, hier sind noch irgendwie so diese Wandverzierungen oder so ein Monolith oder so. Aber anscheinend nicht. Aber immerhin noch ein paar Münzen. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Ja, schon so irgendwie. Aber die haben ja die Tür vorne nicht aufgekriegt. Daran lag das ja anscheinend. Wobei mich das schon ein bisschen wundert, ne? Also da die ganze Ausrüstung, die da stand, das muss ja von den Sowjets gewesen sein. Das werden ja nicht gerade die von Trinity mitgebracht haben. Das waren ja alles ganz alte Sachen. Und bei dem, was die alles an... die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Was die alles an Werkzeug und Bergarbeiter, Utensilien und so weiter hatten, ist es schon merkwürdig, dass die da eine Holztür nicht aufkriegen. Also gut, die Lage war natürlich blöd, weil also dieses Tal dazwischen war, aber ein bisschen komisch ist es schon. Oh, ich fürchte, hier müssen wir wieder ein Ründchen tauchen. Wie ging denn das nochmal? So tauchen wir und so schwimmen wir. So schwimmen wir schnell, okay. Ich glaube, das ist schnell schwimmen, ne? Ja. Irgendwo müssen wir auch wieder nach oben, da. Hier kommen wir hoch, okay. Ja, das hier war schon mal nicht richtig. Oder? Kommen wir hier unten weiter? Hier kommen wir, glaube ich, oder? Kommen wir da weiter? Das sieht so aus. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da kommen wir, glaube ich, wieder nach oben, ja. Ich frage mich halt immer, ob es hier nicht noch... okay, wir sind hier durchgetaucht. Ob es hier nicht noch irgendwie so verwinkelte Sachen gibt, obwohl es sieht sehr nach einem eindeutigen Weg aus. Ah, das ist nicht unsere Kiste, also keine Kiste für uns, sagen wir es so. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder draußen. Ich nehme an, dass wir jetzt durch den Berg durch sind, ne? Ja. Wahnsinn, ey. Die ganzen Ruinen hier, das sieht schon klasse aus. Ist hier oben noch irgendwas? Oder müssen wir hier gleich tatsächlich hin? Ah, ich glaube, da müssen wir tatsächlich gleich lang. Dann gucken wir erstmal hier unten, ob da noch irgendwo was rumliegt. Okay, hier ist nochmal... Oh Gott. Hier können wir erstmal unsere Munition auffüllen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Immer. So, hier ist nichts mehr. Alles klar. Dann stürzen wir uns da oben mal ins Getümmel. Ne? Da wird ja garantiert irgendwas los sein, wenn wir hier die ganze Munition gefunden haben. Ist da unten was? Da unten sehe ich nichts. Da kommen wir jetzt von hier auch nicht rüber. Waren wir hier schon? Ich weiß es gar nicht, nee, oder? Das da unten mit dem Fluss, kein Witz, sieht echt aus wie aus Tomb Raider 1. Tja nun. Vielleicht wurden hier ein paar Level-Designs recycelt, man weiß es nicht. Man will ja nichts unterstellen. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, sie ist vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Oh, unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Okay, wie alt zur Hölle ist Jacob? Die Tochter ist ja mindestens 18. Der sieht gar nicht so viel älter aus als Lara, also irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Wir sind jetzt hier also quasi im Lager der Einheimischen. Das scheint hier oben so eine Art Zwischenlager zu sein, Aussichtslager. Und das eigentliche Dorf ist irgendwo etwas weiter weg, deswegen haben die hier das Signalfeuer gezündet. Also beziehungsweise noch weiter runter ins Tal. Und wir helfen denen jetzt quasi hier Trinity abzufangen und abzuwehren, damit die nicht weiterkommen. Wow, es sieht schon irre aus hier mit den Bergen. Wahnsinn. Ja gut, aber ich würde sagen, hier im Lager schauen wir uns dann beim nächsten Mal um. Bis dahin.